Glamour Schale, Fokusstrategie, Sonntag, 23. Januar 2022. Zweitens, gerichtliche Maßnahmen. Und dann geht es da weiter mit. Gerichtliche Maßnahmen. Erstens im Allgemeinen. Artikel 172. Absatz 1. Wobei da, ich glaube, hier habe ich jeweils nicht aufgeschrieben, welcher Absatz das ist. Ich sage es einfach. Absatz 1. Erfüllt ein Ehegatte seine Pflichten gegenüber der Familie nicht oder sind die Ehegatten in einer für die eheliche Gemeinschaft wichtigen Angelegenheit uneinig, so können sie gemeinsam oder einzeln das Gericht um Vermittlung anrufen. Absatz 2. Das Gericht mahnt die Ehegatten an ihre Pflichten und versucht, sie zu versöhnen. Es kann mit ihrem Einverständnis Sachverständige beiziehen oder sie an eine Ehe- oder Familienberatungsstelle weisen. Absatz 3. Wenn nötig, trifft das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die vom Gesetz vorgesehenen Maßnahmen, die Bestimmung über den Schutz der Persönlichkeit gegen Gewalt, Drohungen oder Nachstellungen ist sinngemäß anwendbar.